Christoph, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, die Schachglatzen. Und heute haben wir ein sehr interessantes Thema, finde ich. Nämlich die Frage, wie kann man mit Schach Geld verdienen? Und da wenn es um Kohle geht, sind alle interessiert, ne? Ja, also wenn jetzt nicht irgendwie die 10.000, 20.000 Leute diesen Podcast anschauen, dann würde mich wundern, weil das Thema natürlich super interessant ist. Und wir haben auch heute eine richtig gute Struktur. Wir haben nämlich die Punkte, werden wir schön abarbeiten, wie man mit Schach Geld verdienen kann. Und der allererste Punkt ist natürlich, ja, mit Schach spielen natürlich. Ne? Jeder will wissen, was verdient Magnus Carlsen, was verdient ein Vincent Kaimer etc. Und da gab es natürlich letztens einen sehr aktuellen Artikel auf chess.com, wo die Zahlen veröffentlicht wurden von 2022. Ja. Hast du den gelesen und kannst darüber was erzählen, was die Leute da verdienen? Ja, ich habe die Übersicht gesehen. Ne? Man muss dazu noch so, da könnte man so ein paar Sternchen noch dran machen, ne? Weil es ja nicht so ganz vollständig ist. Ne? Aber ja, ich glaube, ganz vorne war Magnus tatsächlich, ne? Wie man es fast sich erwarten konnte, ne? Mit ungefähr etwas über 500.000. Ne? War das Euro oder Dollar? Ich glaube, Dollar haben die genommen. Ne? Dollar steht hier. Macht Sinn, ist auch nicht so weit voneinander entfernt. Na, das konnte man erwarten. Was interessant ist in der Liste, ist, dass da einige bei sind, die ja viel online verdient haben, ne? Über diese verschiedenen Touren und oder hier die Global Chess Championship wurde zum Beispiel von Wesley So gewonnen und ich glaube, das waren allein schon 200.000. Höchster Gewinn im Jahr 2022, Wesley So, $200.000. Genau, ne? Das ist ja schon mal, ne? Da kann er schon, ne, seine Katzen lange von füttern, ne? So sozusagen, ne? Also, das ist ein interessanter Mix, den man da mittlerweile drin hat, ne? Weil So wäre jetzt niemand gewesen, den man da groß erwartet hätte vielleicht, ne? Weil er ja jetzt nicht so viele Turniere vielleicht auch spielt oder auch gewinnt. Ne? Man muss ja dazu auch mal vielleicht Erster werden. Aber die Online-Komponente ist drin. Ne? Also, oder da war noch Hikaru weit vorne. Ne? Der hatte irgendwo mal ein 100.000er mit drin für die Fischer Random. Der hat auch eine halbe Million verdient, $515.000. Ja, durch die Online-Geschichten auch viel. Ne? Also nicht jetzt, Title Tuesday ist nur Kleingeld in dem Zusammenhang, ne? Aber das gewinnt er ja ständig. Aber die dicken Dinger, ne? Also diese Tourabschnitte dann, ne? Die kommen dann damit rein. Was jetzt, ein Kandidatenturnier, ne? Kann man auch nicht, muss Klar. man auch sehen, ne? Das ist auch Grand Prix. Ein guter Block, genau, ne? Also diese Sachen kommen da rein. Was natürlich nicht drin ist und interessant ist für den Level so darunter, ne? Das ist der ganze Ligenbereich, ne? Wo auch Geld verdient wird. Gibt ja auch einige Profis, die dann ja praktisch die ganzen Ligen da abtingeln, ne? Und sowas, ne, das ist natürlich was, da wirst du jetzt nicht reich von, aber viele leben ungefähr davon, ne, denke ich mal grob, ne. Und was Preisgelder auf dem Niveau betrifft, so normale Großmeister, da wird ja nicht viel verdient. Also, ich meine, was ist denn das größte Preisgeld, was du mal gewonnen hast? Das weißt du bestimmt. Das weiß ich, 1.500 € beim St. Pauli Open 2013. Ich glaube, das war 13, da bin ich Zweiter geworden. Starkes Turnier, 7 aus 9. Von Niklas Duschenbeet, ganz wichtig. 1.500 €, das war mein höchstes Preisgeld. Deins? 1.000. Ich habe mal 1.000 gewonnen. Ich habe mal in Latschach in Open gewonnen, war ich Erster. Latschach? In Österreich, am Farker See. Ja, das war ein ganz nettes Turnier. Liebe Grüße an so Österreicher. Ja, genau. Ja, war ein ganz schönes Turnier, ist ein nettes Urlaubsturnier. Und hatte ich viel Glück, muss ich sagen. Also ich habe ganz gut gespielt, aber hinterher die ersten 8 hatten 7 Punkte und ich hatte die beste Wertung. Ne? Am Ende dann Glück gehabt, ne? Aber gut. Ein Fehler war, ich habe dann meine ganzen Kollegen, wir waren da mit 10 Leuten, alle zum Essen eingeladen danach, da war die Hälfte von der Kohle. Ich habe auch meine Mama eingeladen damals, die hat mich besucht damals, beim richtig geilen Portugiesen in der Hamburger, portugiesisches Viertel. Aber du hast jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, wir müssen natürlich diversifizieren. Wir haben natürlich die Spitze im Schach, wie Magnus Carlsen etc., wir haben diese Liste von chess.com, da sind die Das nennt sich der 100.000-Dollar-Club. Da sind so 20 Spieler, die im Jahr 2022 über 100.000 $ gewonnen haben. Nur im Jahr 2022. Mhm. Das ist natürlich ein Verdienst weit über dem Durchschnitt. Da sind so Namen drin, wie du schon gesagt hast, Carlsen, Wesley So, Nakamura, nur an Preisgeldern jetzt, ne? Nicht Streaming, nur an Preisgeldern. Nepo, Ferusia, Duda, Caruana, alles bekannte Top-Spieler. Es gibt auch ein paar andere Spieler, wo man sich denkt, so, ja, Andrejkin, Fedoseev, Domingues, okay. Viel online, in den USA gibt es viel Geld zu verdienen gerade bei den Turnieren, Domingues lebt in den USA. Das ist alles so die Spitze des Eisberges. Dann haben wir natürlich die breite Masse an Leuten, die breite Masse, das hast du angesprochen, die versucht halt über andere Wege Geld zu verdienen. Großmeister im Bereich 2,5 bis 2,650 oder 2,6, die tingeln von Liga zu Liga. Dann gibt es die ganzen offenen Turniere, aber die Preisgelder sind dort natürlich relativ gering in der Regel.
Das mit den Ligen müssen wir noch ein bisschen besser erklären, weil viele das nicht wissen. Beim Schach ist es so, es gibt die Mehrfachspielberechtigung beim Schach. Man kann also in verschiedenen Ländern in einer Liga spielen und dort auch Honorar verdienen, ne? Ein Geld bekommen für die Einsätze. Das heißt, man kann in Deutschland spielen, in Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, so ein bisschen Polen gibt es eine gute Liga, Tschechien gibt es eine ganz ordentliche Liga, Ungarn nicht so sehr. Also ist auch da ein bisschen begrenzt, wo man Geld verdienen kann. Aber es gibt ein paar Länder in Mitteleuropa, sage ich mal, Südeuropa auch. Griechenland gibt zum Beispiel auch eine Liga, aber immer nur als Turnier. Und hier gibt es auch noch eine Diversifikation. Mhm. Es gibt halt die Liga wie in Deutschland an Wochenenden, so 6-7 Termine im Jahr. Ist nicht wie im Fußball oder andere Sportarten, Ballsportarten, ist nicht jede Woche, das gibt es beim Schach nicht. Oder als Turnierformat innerhalb von einer Woche. Und da werden die Leute eingeladen, können spielen und Geld verdienen. Es gibt da wirklich so ein paar Leute, die sind einfach sehr, die vermarkten sich sehr gut und sind bestrebt, verschiedene Vereine zu finden in verschiedenen Ligen und können sich da auch ein hübsches Sümmchen zusammen verdienen, über das Jahr betrachtet. Aber das ist natürlich anstrengend. Und was sind eigentlich deine Erfahrungen in dem Zusammenhang? Weil du hast ja bestimmt auch in verschiedenen Ligen in deiner Karriere auch schon gespielt. Ja, ich habe belgische und holländische Liga oder niederländische Liga viele Jahre gespielt. Schon einige Jahre jetzt nicht mehr, weil es mir einfach vom Fahraufwand her und so irgendwie zu viel war am Wochenende. Besonders wenn ich anderweitig viel zu tun hatte, war mir das immer zu heftig, ne, da so viel noch durch die Gegend zu fahren. Ja, das ist natürlich interessant, ne? Manchmal auch bizarr. Ne? Ich habe den Fall der Gestaltung gehabt, dass ich dann samstags zusammen mit jemandem in der Mannschaft gespielt habe und am Sonntag dann gegen den. Ja, so Sachen gibt es dann. Das ist manchmal etwas schizophren, ja, weil man ja dann manchmal für den gleichen Club spielt, dann wieder für einen anderen, ne? Und so etwas seltsam. Ne? Ja, das ist ein Faktor, ne, wo man auch mal dran denken muss, bei diesen ganzen Verdiensten, die man da sieht, dass die Leute ja auch alle unterschiedlich beheimatet sind. Ne? Also wer jetzt, ich sag mal, irgendwo in Georgien lebt oder so, ne, da ist ein Euro mehr wert. Ne? Also wenn man dann Wechselkurse und ähnliches denkt. Ja, klassisch war eigentlich Ukraine. Die ganzen Jahre. Jetzt mit dem Krieg ist natürlich ein bisschen schwierig, das Thema, aber wir haben ja sehr, sehr viele ukrainische Spitzenspieler. Also dass man immer sehen muss, dann, ne, die müssen natürlich nicht so viel verdienen, um jetzt da zu leben, im Vergleich jetzt zu Deutschland oder denk mal an Schweiz, Norwegen, solche super. Wenn man da jetzt beheimatet ist und da leben möchte oder da jetzt geboren ist, dann ist es natürlich viel schwieriger. Ne? Da musst du viel mehr einnehmen, ne? Klar. Und dann ist so eine reine Liga-Geschichte schwieriger darzustellen. Ne? Ja, Stichwort Median in Deutschland. Ne? Der Verdienst in Deutschland liegt bei 40.000 Euro im Median. Das bedeutet, 50% der Menschen in Deutschland verdienen 40.000 Euro aufwärts und 50% liegen da drunter ungefähr. Und natürlich gibt es viele, die verdienen sehr viel, aber dieser Median ist halt ganz wichtig als Basis für deutsche Verhältnisse, um sich zumindest eine Vorstellung davon zu haben, ja, wie viel muss ich mit Schach verdienen, damit ich halt so einigermaßen über die Runden komme halt, ne? Und wenn wir jetzt mal, ich weiß, das ist natürlich auch ein bisschen Spekulation, 40.000 als Schachspieler in Deutschland, da gibt es jetzt auch nicht so viele wahrscheinlich, die darüber liegen, oder? Kann gut sein, ja. Also ich hab keine Vorstellung, weil es ist ja so, viele haben ja unterschiedliche Einkommensströme dann, ne? Und wie sich die zusammensetzen, ist schwer zu sagen. Genau. Auch bei solchen Liga-Engagements kommt es auch immer darauf an, wo bist du da gerade, ne? Also wie spendabel sozusagen, ne, ist dann manchmal auch dann der dich da einlädt, ne? Ich habe da auch schon die wildesten Sachen mal gehört, ne, was wer wo irgendwie kriegt, ne? Und wo man sich denkt, sind die doof, ne? Wieso zahlen die denn so viel für den, ne? Also es gibt die komischsten Sachen da, ne? Also und man sollte da auch sehen, da ist die Bandbreite auch sehr groß, ne? Was da bezahlt wird, ne? Also ich habe schon erlebt, dass Spieler, sag ich mal, von unserer Spielstärke, ne, die kassieren da manchmal, sag ich mal, ein Hunderter, ich sag mal ganz, kann man ja sagen, ne? Irgendwie so wirklich wenig, ne? Das ist immer für den Aufwand, muss man ja sehen, ne? Das ist kaum Mindestlohn, ne? Wenn man überlegt, man ist den ganzen Tag unterwegs, hat x Stunden zu spielen und so, und dann hörst du dann, ne, irgendwelche, sag mal, random Spieler knapp unter 2,7, die kriegen dann Tausender oder so, ne? Und das steht auch in keinem Verhältnis, ne? Also das ist ganz unterschiedlich, ne? Je nachdem, wo die dann sind und wer da zahlt und so. Ja, da ist doch viel Selbstvermarktung dabei, schätze ich mal. Ne? Ja, na, du bist jetzt ein bisschen konkreter geworden. Genau, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe auch früher in verschiedenen Ligen gespielt. Frankreich, Holland, Griechenland natürlich. Und so ein typisches Honorar war immer so 150 Euro pro Partie für die unserer Spielstärke. Aber das ist natürlich nichts, womit man natürlich sich ein Leben aufbauen kann. Wir sind auch, und da ist ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel, Korrelation zwischen Spielstärke und Verdienst natürlich. Wir sind als Spieler
eigentlich zu schwach, um davon zu leben, ganz klar. Ja. Ja. Viele sagen immer von den Top-Spielern, man braucht so ungefähr Elo 2,650 aufwärts, um vernünftig davon zu leben. Ne? Was hältst du von dieser Aussage? Als Spieler. Als Spieler, ja. Ja, als Spieler. Ich frage immer noch die Bewertung, was vernünftig ist und wo genau. du lebst. Ja, ne? Das ist immer ganz wichtig. Ja. Das ist immer ganz schwer. Ne? Für manche ist dann vielleicht, sag ich mal, die 50.000 vernünftig oder wenn ich Deutschland annehme, ne? Ist das vernünftig? Reichen auch 30? Muss 70 sein? Wie auch immer. Ne? Ja, jeder hat da eine andere Denke, ne? Ja. Was da irgendwie okay ist und natürlich auch eine andere Denke, wie du deine Zeit bewertest, die du investierst. Ne? Wenn du jetzt das tust, was du liebst, ne? Dann hast du vielleicht noch eine andere Idee davon. Ne? Also, dass das nicht so wie Arbeit anfühlt. Ne? Das sind ganz viele weiche Faktoren, die da auch mit reinspielen. Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, durch reines Spielen, nur Spielen, dass auch der 2,650er das hinkriegen soll. Also, muss ich sagen, habe ich Schwierigkeiten mit. Ne? Weil da musste vor allen Dingen, wenn ich überlege, der Zeitaufwand, es kostet auch alles Geld, das zu tun, ne? Muss man auch sehen. Ne? Der fahr zum Turnier, ne? Versuch ein Preisgeld zu spielen, da sind ja die Privilegien auch nicht mehr so groß wie früher. Ne? Da sind viele Kosten, die Turnierveranstalter nicht mehr übernehmen, ne? Auch für Großmeister nicht mehr und so. Also, es ist schon verdammt schwierig. Ne? Also, ich glaube, die Situation da hat sich nicht unbedingt irgendwie verbessert oder so, dass man sagen kann, da sind mehr Möglichkeiten als früher. Ne? Online kommt jetzt hinzu. Das ist eine Geschichte, die interessant wird, auch für diese Spielerklasse. Ne? Du hast einen Punkt erwähnt, der ist aber noch wichtig für viele zu verstehen. Reisekosten, also Übernachtungskosten und werden eigentlich in der Regel übernommen für Großmeister, ne? Plus Verpflegung und bei offenen Turnieren etc. Ja. Reisekosten auch häufig, je nach Spielstärke. Das heißt, auf Kosten bleibt man eigentlich selten sitzen. Es geht nur darum, verdient man noch mal was dazu, ne? Gewinnt man einen Preis. Also wirklich Kosten hat man eigentlich selten als Großmeister. Als EM ist es auch schon häufig so. Also früher, dass man auch Konditionen bekommen hat, Übernachtung, Verpflegung. Zum Beispiel jetzt, hatte ich nichts. Ich habe nur ein verbilligtes Hotel bekommen, teilweise jetzt letztes Jahr, aber mir ist ja auch wurscht. Genau, also das war nochmal ein wichtiger Punkt, damit die Leute ungefähr sich vorstellen, wie läuft das so ab bei Großmeistern, wenn die so ein Turnier besuchen, so ein offenes Turnier, ne? Aber da ist auch nochmal ein Punkt, ne? Ob der jetzt, wenn da einer kommt, der 2,650 hat, ne? Oder 2,450 als Großmeister, ne? Das sind auch nochmal zwei Paar Schuhe, ne? Also da wird oft dann auch auf Elo geguckt oder wirklich so ganz, ne, nach dem Motto, sie haben Kontingent, 10 Zimmer oder 10 so Pakete, ne, wo sie dann sagen, und dann kommt dann irgendeiner, ne, so Feld, Wald und Wiese, der kriegt dann nichts mehr. Ne? Also ist schon ein hartes Geschäft, ja. Und ich meine, man muss auch erstmal einen Preis gewinnen, ne? Also das wird ja auch jetzt nicht leichter, ne? Also gerade wenn man heute guckt, wie gut die Leute alle vorbereitet sind, ne? Also das ist verdammt schwer für einen starken GM dann auch immer irgendwie Preise zu machen, ne? Also eine schwere Sache. Ne? Und damit kommen wir im Prinzip auch nahtlos zum zweiten Punkt, andere Verdienstmöglichkeiten. Und da gibt es natürlich den klassischen Block, Training, Coaching. Ne? Das ist, glaube ich, extrem verbreitet. Ne? Also das ist, man muss ja nur auf die Webseiten gehen, leadchess.com, die haben ja so Trainerseiten, Trainerangebote und das Angebot ist ja, bis man sich da durchklickt, das dauert ja einen ganzen Tag. Also es gibt ja, jeder bietet Training an. Und das scheint ein sehr verbreiteter Bereich zu sein. Ne? Und auch für Spitzenspieler auch eine Möglichkeit, neben dem Spielen Geld zu verdienen. Oder generell Leute, die sich nur darauf spezialisieren, ne, Christoph? Absolut, ja. Und es gibt die ganze Bandbreite, ne? Selbst also wirklich Top-Spieler, denke ich, würden auch oder machen auch Training. Das ist häufig dann nicht so publik, ne? Dass das jetzt irgendwo zu sehen ist, ne? Aber habe ich alle schon gehört, ne? Training mit Kramnik oder so, sowas kann man buchen, ne? Das ist natürlich sauteuer dann. Einfach ist klar, aber geht, ne? Und da hängt ganz viel von, also gibt es viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Ne? Wo ist der Trainer? Ist das online? Ist das jetzt in Person sozusagen, ne? Ja, da gibt es ja Storys, die sind auch bekannt, ne? Also so Leute, die dann Training machen in Manhattan oder so, ne? Das sind natürlich dann nette Stundensätze, ne? Kennst du die? Ich bin mir sicher, worauf du hinaus willst. Ja, was würdest du für eine Stunde Training nehmen? Du jetzt, oder du hast doch einen Preis, ne? Du machst ja kein Training mehr. Ich mache kein Training, aber so zwischen 70 und 100, je nach Dienstleistung. Ja, so ungefähr, ne? Aber das ist so eine Zahl, ne? Ich habe schon ein paar Jahre auch kein Training mehr gemacht. Ich habe, glaube ich, 50 habe ich genommen, heute würde ich auch mehr nehmen, aber so Größenordnung, ne? So, die nehmen zum Beispiel so 250 pro Stunde. So, ne? New York, Manhattan, das sind natürlich auch Lebenskosten, Lebenshaltungskosten und so, ne? Und solche Sachen spielen natürlich da eine Rolle, ne? Wenn du dann guckst, Trainer, die dann irgendwo
ja, irgendwo im Osten sind mit geringen Lebenshaltungskosten, ne, die, sagen wir mal, verschenken fast ihren Service da. Ne, für, was weiß ich, 10 Euro die Stunde, 15 Euro die Stunde, das ist eigentlich, ja, eigentlich viel zu wenig, ne, oft für das, was dann vielleicht geboten wird. Ne? Und in dem Zusammenhang können wir auch den Tipp geben für die Zuschauer, wenn ihr euch einen Trainer aussucht auf deren Plattform, nehmt einfach einen Trainer, der aus einem Niedriglohnland kommt er und unterstützt den und der, bei dem werdet ihr deutlich preiswerter ja, zurechtkommen. Ja, also wenn man jetzt gucken muss, ne, was kann man da bezahlen, ne, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ne? Entscheidend ist natürlich die Qualität. Ne? Kommt man damit zurecht? Ne? Aber das weiß man ja vorher nicht. Das weißt du doch vorher nicht. Nee, musst du ausprobieren, ne? Gibt alles, ne? Gibt alles. Ja, ist auf jeden Fall sehr beliebt, ne? Online oder auch in Person. Wobei wir da jetzt von Einzeltraining jetzt im Prinzip geredet haben, ne? Da gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Gruppentraining wird auch immer beliebter, ne? Online, dass man da mit über Plattformen, dass man da so Gruppen hat auch, ne? Oder es gibt ja auch, was auch manche machen, das ist natürlich komplizierter zu organisieren, da so richtige Akademien, ne? Also da sieht man ja auch immer mehr, ne? Killer-Chess-Training, Pro-Chess-Training und so weiter, wo dann Spieler sich häufig zusammenschließen. So Spitzentraining auch, ja. Ne? Genau, solche Geschichten gibt es auch, ne? Ja, das sind auch alles Möglichkeiten, ne? Was natürlich da immer ein Faktor ist, das ist so ein bisschen, die Spieler sind natürlich da, du bist Profi, ne? Du bist für dich selbst verantwortlich, du bist Unternehmer, ne? Du musst dir dann deine Einkommensströme dann schon erarbeiten und vieles ist dann auch Organisation und Dinge, die jetzt gar nicht unmittelbar mit Schach zu tun haben, ne? Womit ja viele auch dann kämpfen, ne? Wir wissen ja selber, wie verpeilt manche Schachspieler sind, ne? Die wollen dann nur Schach machen, ne? Und wenn es dann kommt, oh Mist, ne? Ich muss jetzt hier irgendwas organisieren, dann wird schon schwer, ne? Das ist mal ein anderes Thema, aber für uns ist es auch deutlich schwieriger als Freiberufler, Selbstständige mit der Buchhaltung, ne? Ist ja nicht ein Arbeitgeber, ne? Und ja, zack, klar. Zack, in zwei Stunden bist du durch, einer Stunde bist du durch mit Dingen. Das ist halt super kompliziert teilweise, ne? Also ich zahle zum Beispiel 3 Steuerarten inzwischen. Das kann ich ja kein Geheimnis draus machen. Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer. Das ist halt wirklich irgendwann so kompliziert, dass das ohne Steuerberater absolut nicht geht in Deutschland, ne? Also das ist so ein Thema, da können wir eine extra Sendung zu machen. Komm, lass mal. Ja, ja. Training, weil kennst du ja, ne? Das ist ja fürchterliches Thema. Das kriegt man echt Stress ohne Ende mit. Trainer, ne? Das war der große Block Training, Coaching. Das ist wirklich unglaublich verbreitet, ne? Dass man damit Geld verdient. Auch man muss sagen, jetzt ist Schach natürlich immer beliebter, immer populärer und es gibt gerade so viel Jugendtraining halt auch. Nun, so viele Turniere, wo Kinder und Jugendliche einen Trainer möchten, brauchen die Eltern, zahlen natürlich häufig den Trainer und dementsprechend gibt es da wirklich sehr viel Angebot. Ja. Das ist übrigens nur ganz kurz eine Ergänzung. Das ist natürlich auch so eine Nische oder ein Bereich, ne? Der für ganz, ganz weite Spielstärkegruppen, ne, interessant ist, weil wenn ich Training anbiete und ich mache das wirklich zum Beispiel für Grundschulen oder so etwas, ne, da muss ich ja jetzt kein IM für sein. Ne? Da musst du ein guter Pädagoge sein und die Dinge gut erklären. Da musst du Bock haben drauf. Ja, Kindern, ja, natürlich, klar, ne? Aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht eine Frage von Schachskill, ne? So, da musst du jetzt nicht Titel haben. Ne? Nee. Also das ist ein Thema, was ich auch schon öfter gehört habe, dass da Leute mit relativ bescheidener Spielstärke ganz gut mit klarkommen mit solchen Projekten, ne? Und dafür oft vielleicht auch besser geeignet sind als jetzt der Großmeister, ne? Der sich dann in die Grundschule begibt, ne? Und dann, ja, ne? Also, ja, das geht gar nicht. Okay. Ja, aber Schulschach, ein großes Thema in Deutschland natürlich auch. Und es gibt viele Personen, die da natürlich in ihren Städten oder in den Schulen aktiv sind. Ist in Hamburg, kenne ich auch viele Personen, die das machen und das super machen und das besser machen, als wir das jemals machen könnten halt, ne? Logischerweise, weil die mehr Bock drauf haben. Dritter Block, den ich hatte, war, vielleicht schaffen wir den schnell durchzuarbeiten, ist ja nicht so viel Autor. Bücher schreiben, digitale Produkte, Autoren. Mhm. Das ist, ich meine, der klassische ist natürlich Bücher schreiben. Es gibt Schachbücher ohne Ende. Man hat den Eindruck, jedes Jahr kommen so viele Schachbücher raus. Wer liest den ganzen Kram? So, ne? Liest das überhaupt irgendjemand? Früher war das noch viel schlimmer. Wir haben natürlich jetzt eine Transformation natürlich zum Digitalen, natürlich schon lange eingesetzt, aber natürlich immer mehr. Aber Bücher werden immer noch sehr viel geschrieben und sehr viel verkauft, wie es aussieht, auch in Deutschland. Und es gibt so viele Buchliebhaber und das ist ein klassischer Typus, ne? Der Autor. Ja, gut, reiner Printautor. Ich habe ja schon ein paar Printbücher gemacht, ne? Du hast auch schon was gemacht, ne? Wir wissen, ist schwierig, ja. Da müsstest du Stückzahlen umsetzen. Wenn du jetzt sagst, ich bist jetzt nur Autor, ne? Nur Print, davon zu leben, ist praktisch nicht möglich. Finde ich sehr, sehr schwierig darstellbar. Wenn man sieht, was man da pro Buch verdient, das ist schon sehr armselig.
Wenn man das ein bisschen mit digital macht, geht's. Ich mache es ja jetzt auch, ich bin ja ein reiner Autor, Online-Autor sozusagen und habe da noch ein bisschen Print nebenbei. Das funktioniert dann, weil über die Plattform hast du halt Multiplikatoren, ne? Du kannst mehr Leute erreichen und du kannst auch die, du kannst auch durch die Videokomponente einiges machen, ne? Weil viele Leute an Video interessiert sind. Aber das ist für viele dann auch nur eine Komponente. Also ich bin jetzt einer der wenigen, die das wahrscheinlich Vollzeit machen. Ne? Also, aber viele Spieler, das sieht man ja auch, dass selbst viele Spitzenspieler jetzt dahin gehen, auch mal so Kurse zu machen. Ne? Caruana arbeitet zum Beispiel gerade an einem Kurs für Chessable, das weiß ich. Ne? Und das sind andere, die auf dem Top-Niveau daran Interesse haben. Ne? Also ich habe den Eindruck, irgendwie Chessable oder Playmagnus Group hat die irgendwie verpflichtet, irgendwie alle was zu machen, habe ich den Eindruck, weil irgendwie hat jeder was gemacht so. Ja, das kann sein. Das ist halt auch gut. Wenn die sind ja auch vernetzt, ne? Und die sehen, was man da verdienen kann. Ne? Also es ist ja ganz gut, ne? Wenn man jetzt an die Videos und sowas denkt. Ich denke, das ist für die auch ein interessanter Income-Stream sozusagen, den dazu zu nehmen. Nebenerwerb, okay. Mhm. Ne, so denke ich. Und also ich kann jetzt natürlich nicht für Caruana sprechen, ne, warum der das jetzt genau macht oder sagt, ne, die machen auch Podcasts zum Beispiel, ne, wo ich mir denke, dass, ob sich das jetzt finanziell lohnt. Ne, also, macht ja auch Spaß. Ne, macht ja auch Spaß. Ne? Also vielleicht war es so einfach mal eine interessante Geschichte, das zu machen, ne? Und zu sagen, was kommt dabei raus. Ne? Es ist ja auch interessant, ein Buch zu schreiben, ist eine Erfahrung, die ich jedem empfehle, ne? Wenn man da eine Idee hat und so. Es macht einfach Spaß, das mal zu machen. Ne? Es ist immer viel Arbeit, aber man hat hinterher mal was in der Hand, ne? Und so. Das ist wirklich interessant. Also vielleicht wollen es einfach mal ausprobieren, viele auch. Ne? Und dann gucken, ob das irgendwie was für die ist, das dauerhafter zu machen. Es gibt ein paar Vollzeitautoren, die das ganz gut hinkriegen, auch von der Spielstärke, die nicht so riesig hoch ist. Ne? Also Cyrus Lagdavala. Ja, der schreibt natürlich 10 Bücher oder sowas. Ne? Cyrus Lagdavala. Ich habe geguckt, das ist ein EM aus Kalifornien irgendwie so. Der war eigentlich kein Schach mehr spielt. Also total lustig. Irgendwie. Aber gut, on a more serious note, Carsten Müller, Großmeister Carsten Müller. Der schreibt das ja echt, ein prolific Author, ich mache mir so ein bisschen lustig, prolific Author, aber sehr produktiv, schreibt irgendwie ein Buch nach dem anderen, häufig in Kombination mit seinen Schülern, Luis Engel, mit mir hat er mal was geschrieben, ich war nicht sein Schüler, aber dann mit anderen Leuten, hier ein Endspielbuch, dort mal ein Buch aus irgendeinem Seminar, was er gemacht hat, mal für den Deutschen Schachbund A-Trainerschein, ein paar Sachen rausgekommen für den Bayer Verlag und irgendwie alle 2 Monate kriege ich ihn, Rezensionsexemplar vom Bayer Verlag mit Carsten Müller das jetzt gemacht. Schon wieder was Neues, unglaublich. Also der lebt hauptsächlich von Bücherschreiben und Training geben, ein paar Seminare geben, also siehst ein paar Einkommensströme, wie du es genannt hast. Mhm. Aber er ist echt so wirklich hauptberuflich Autor wahrscheinlich beim Finanzamt, kann ich mir vorstellen. Weil er da sein. DVDs natürlich für Chessbase. DVDs für Chessbase hat er sehr viele gemacht. Und das ist zum Beispiel auch in Deutschland ein guter Einkommenserwerb, ein gutes Einkommen für ihn, glaube ich, über diese DVDs, weil er da sehr, sehr viel verkauft. Er hat ja eine große Masse produziert über die Jahre und jedes Jahr kommen dann immer so halt die Abrechnungen. Ich kriege ja auch jedes Jahr noch eine Abrechnung. Ich warte auf meine Abrechnung jetzt Januar für meine DVD offene Spiele, die ich vor 5 Jahren mal gemacht habe. Ja, oder 6. Und da kommt immer wieder was rein halt. So, ne? Das ist auch ganz lustig. Ja, gut, ich krieg auch mal noch, ich habe 2015, ne, mein Buch veröffentlicht, ja, 2015, mein erstes Buch damals für Everyman noch, ne, da kommt jedes Jahr immer, ich meine, das ist jetzt ist ja keine tolle Summe, als 300 Euro oder so. Ja, irgendwie sowas, ne, kommt aber. Zahl, ne? Aber es ist ganz nett, ne, also ich meine, wenn man dann, man hat das schon wieder vergessen, ne, weil die Arbeit war ja vor 10 Jahren. Ja, ne? Ja, so ungefähr. Hat. Aber das kommt halt dann noch, ne. Also ich will zum Beispiel sagen, bei dem Buch, was ich für New Chess geschrieben habe, über Italienisch, das fand ich nicht so wenig, was ich verdient habe. Da war ich jetzt letztendlich nicht unzufrieden, weil es war eine Co-Arbeit mit Carsten Müller. Das kann ich auch so sagen. Das waren so ein paar tausend Euro, die ich verdient habe damit. Ich würde sagen, so 4.000 Euro, 5.000 vielleicht, noch mit der italienischen Ausgabe, dann noch mit der digitalen Ausgabe. Und das wäre nur Co-Autorschaft. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Und es war ordentlich viel Arbeit, aber es war jetzt nicht unfassbar viel Arbeit. Ne? Das waren ein paar Monate halt, ne? Immer mal wieder und jetzt auch nicht jeden Tag. Ne? Und die Arbeit hat sich natürlich auch gelohnt, so, ne? Weil viele Leute das Buch mochten und so und viel Feedback gab und es wird immer noch verkauft halt, ne? Obwohl das eigentlich inzwischen, ich will es gar nicht sagen eigentlich, ne? Weil es ist total outdated inzwischen. Italienisch geht ja, ist ja schon wieder so weit. Ja, klar. Also Print veraltet dann noch ein bisschen
veraltet. Je nach Eröffnung. Unlogisch, ne? Es kommt drauf an. Ne? Es kommt auf die Eröffnung an. Ne? Es ist so viel passiert in der Eröffnung, es ist unglaublich. Weil, ne? Ja. Genau. Nächster Punkt. Also, ich denke, bei Print, wie du schon sagst, das ist, will jetzt niemandem unterstellen, dass die Qualität schlecht ist, wenn man ganz, ganz viele Bücher macht. Aber wahrscheinlich muss man da dann einen Kompromiss machen. Ne? Wer dann wirklich nur Print machen will, der muss einfach viel schreiben. Ja. Ne? So jemand wie Lakhdar Vala zum Beispiel, ich habe den in meinem Interview erlebt, ne, der ist, jetzt fragt mich nicht, jetzt, ich bin kein Mediziner, ne? Also der hat für sich erklärt, der hat so eine extreme Fähigkeit, sich zu fokussieren, ja, und der arbeitet dann wirklich ohne Ablenkung stundenlang jeden Tag, ne? Also deswegen schafft der so viel zu schreiben, ne? Also keine Ahnung, ne? Also der ist wohl ungeheuer produktiv, ne? Produktiv, kann man, ja. Kann ja sein, das muss ja gar nicht dann negativ gemeint sein, ne? Weil ich weiß auch, wenn ich stundenlang irgendwo dran arbeite, dass ich davon 2 Stunden lang dann doch wieder auf Twitter gucke oder sonst irgendwas mache, ne? Und wenn man das viel fokussierter macht, kriegt man auch noch mehr raus, ne? Okay, sorry. Alles gut. Das ist dann eher was für Vielschreiber, ne? Mhm. Ja. Ja, weiterer Punkt ist so ein bisschen, was viele Leute jetzt ein bisschen überraschen wird, weil sie es nicht kennen, weil sie natürlich in ganz andere Richtungen mit uns kennen und die Schachszene. Turniere organisieren, liebe Community. Turniere organisieren. Ja. Echt einige, die das wirklich professionell betreiben und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Mhm. Da gibt es in Deutschland einige Turnierorganisatoren, jetzt nicht so viele, aber es gibt ein paar. Und es gibt natürlich auch die, wir wissen das, die bekannten viele Turniere, die sehr häufig im südeuropäischen Raum stattfinden. Ja. Und die FIDE hat auch, muss man sagen, sehr, sehr viele Turniere neu erfunden. Es werden immer wieder neue Turnierserien, Turniere erfunden. Erfunden hört sich böse an, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Und ich will jetzt nichts unterstellen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, auch um Geld den Leuten aus der Tasche zu ziehen. Weißt du, was ich meine? Ja, es gibt natürlich ein ganz breites Feld, ne? Manche Sachen sind auch, finde ich, das ist eine total valide Lücke, ja? Also zum Beispiel, es gibt diese Amateur-Turniere zum Beispiel, ne? Diese Amateur-Weltmeisterschaften und ähnliche Dinge, die man an einen netten Ort packt, wo die Leute Urlaub mit Schach verbinden können. Oder es gibt ja auch diese Schachreisen, ne? Solche Sachen, ne? Warum nicht? Ne? Ja, also ich meine, da ist ein Markt da, Leute möchten das gerne verbinden, ja, dann da kann man das ja machen. Ne? Also überhaupt nichts. Wir können auch gerne Werbung machen. Es gibt Jörg Hickel Schachreisen in Deutschland. Das sind so Luxusreisen, Kreuzdampfer, so heißt das doch, oder? Kreuzdampfer? Ja, kann man sagen. Kann man sagen, ne? Also, ne? Schippern irgendwie an total schönen Orten durch die Gegend. Das sind so total hochpreisige Dinge, aber super schön wahrscheinlich. Ne? Und dann über so 2-3 Wochen immer. Das läuft wohl ganz gut, aber es ist natürlich eine ganz kleine Klientel dafür, ne? die das bezahlen kann. Dann gibt es natürlich diese ganzen, was hast du gesagt, mehr Amateurturniere, ne? Das ist diese ACO-Weltmeisterschaft in Griechenland. Auf Kreta. Super Turnier, Hotel, genau, 5 Sterne. Mhm. Aber dann gibt es natürlich diese ganzen viele offiziellen Turniere, ne? Schüler-Olympiade U14 oder so ein Quatsch, halt, ne? Auf Kreta. Wo ich mir denke, so, what the fuck? Wer braucht das? Wofür ist das so, ne? Und dann in überteuerten Hotels irgendwo, halt, ja, ne? Damit die Leute, das ist doch. Und das. Und die müssen dann das Hotel nehmen, ne? Das ja, ist genau. Da dabei, ne? Genau. Da gab es ja öfters auch so geile Storys, ne? Ich will schon seit Jahren irgendwann mal diese Europameisterschaft mal mitspielen, ne? Mhm. Diese Einzel-Europameisterschaft. Mhm. Und dann guckst du, ne? Jetzt hast du Zeit, ne? Wo ist denn das, ne? In Minsk. Denkst du, klasse, ne? Da will ich unbedingt hin, ne? So, okay, ne? Ad acta gelegt, ne? Dann war das irgendwann mal in Albanien, ja? Und dann haben die hinterher, da gab es Storys, da waren die in einem absoluten Drecksloch von einem Hotel und haben dann da 100 Euro pro Tag bezahlt oder so. Ist jetzt übertrieben, ne? Oder erfundene Zahl, ne? Aber ganz viel Geld für Schrott, ne? Und du musst es nehmen, weil sonst kannst du nicht mitspielen, ne? Also nichts gegen Albanien, ich bin mir sicher, da gibt es wunderschöne Hotels und die Menschen sind super nett und da kann man mit sich ein super Turnier ausrichten. Aber das Problem, es geht ja auch nicht um Albanien oder Griechenland, es geht generell um Turnierveranstalter, wo es offensichtlich darum geht, in einem überteuerten Hotel die Leute unterzubringen, mit Bindung zum Hotel und die Leute sollen das bezahlen halt, ne? Völlig egal, in welchem Land. Das gibt es aber leider muss man sagen, auch sehr viel in Südeuropa leider. Der Fall halt, ne? Weil die Turniere werden häufig in diesen Orten verfrachtet halt, ne? Und das sind meistens Turniere von zweifelhaftem Wert. Es gibt aber natürlich auch so EMs zum Beispiel, super offizielles Turnier, was teilweise viel zu teuer ist. Und ich weiß nicht, ob es diese Hotelbindung gibt bei der EM, sonst wäre das echt eine Schweinerei. Ich habe jetzt dieses Albanien-Beispiel, keinem Albaner zu nennen, das war nur so ein, da hatte ich damals überlegt, ob ich da mitspielen sollte, ne? Und dann habe ich gedacht, so, komisch, ne? Passte aber dann auch nicht. Und hinterher kamen dann die Berichte, ne? Da haben sich ganz viele beschwert, ne? Dass das eine absolute Abzocke war. Ne? Ja, ja. Und na klar, das muss ja nicht immer der Fall sein. Ne? Ich habe auch schon
so Sachen wie European Club Cup zum Beispiel, habe ich öfter mal gespielt. Das waren tolle Hotels, ne? Das war ganz prima, ne? Aber es gibt halt auch so Dinge, wo du denkst, ne? Wer verdient denn hier eigentlich jetzt dran, ne? Und am Ende wird da Geld von Spielern, ne, wegtransferiert, ne? An Leute, wen auch immer, ne? Ja, ja. Aber es gibt natürlich auch die Turnierserien in Deutschland. Es gibt ein paar, die sowas organisieren, ne? Verschiedene. Ja. Wie heißt nochmal? Es gibt so ganz bestimmt ganz bekannte Turnierorganisator in Deutschland, der in diesen ganz Bad-Bad-Bad-Turnieren macht. Ja, Mensch. Bad Zwischenahn jetzt Ende Januar ist ein großes Turnier. Das ist immer mega beliebt. Und sowas, ne? Bad Wörishofen, ja, ganz klassisch. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der das macht. Aber das ist auch so ein ganz Klassiker. Das ist ein Klassiker, ne? Aber das ist alles sehr seriös. Das findet immer an. Ja. Da kann man sich auch aussuchen, wo man pennt. Es geht nur ums Turnier. Aber der lebt davon, glaube ich, dass er so Turniere organisiert, ne? Sehr interessant, ja, sehr interessant. Nische, aber wenn man es gut macht, ne? Oder es gibt ja auch noch andere Schachveranstaltungen, ne, die organisiert werden können, ne? Der Sebastian Siebrecht, das Faszination Schach, ne? Das war, ich war da noch nie, ne? Muss ich zugeben. Also hat sich noch nie angeboten, ne? Aber sieht immer nach einer tollen Veranstaltung aus, ne? Das liegt daran, dass er noch kein Einkaufszentrum in Dienstlaken bisher gefunden hat, wie es aussieht. Da lebst du, ja? Ja, ja. Wir haben so eine Mall, da, so klein, ne? Nicht so riesig, ne? Hab ich auch schon, wir haben das auch schon mal überlegt, so, ne? ob man da mal Kontakt aufnehmen könnte, aber ist dann vereinsmäßig nie was raus geworden. Dann müsste der Verein so ein bisschen anschieben und haben wir nie gemacht. Ne? Aber ja. Ja, Sebastian Siebrecht ist natürlich ein geiles Beispiel dafür, wie man als Einzelkönner einfach sein eigenes Produkt kreiert. So, ne? Und dann so eine Serie kreiert, Faszination Schach, durch ganz Deutschland in Einkaufszentren tingelt. Das ganze Jahr über inzwischen hat er so 15 bis 20 Einkaufszentren pro Jahr. Das war so die Spitze vor der Pandemie. Jetzt nach der Pandemie geht es wieder richtig los. Ich bin ja gut befreundet mit ihm und ich kriege das natürlich immer mit, wo er unterwegs ist. Und das ist unglaublich viel Arbeit, die dahinter steckt. Aber das ist, also kann man ganz offen sagen, ein super Verdienst über das ganze Jahr betrachtet, weil er natürlich für diese Dienstleistung honoriert wird von den Einkaufszentren und er dann eine Woche Radau macht mit Kindern und allen Leuten, die da vorbeikommen und Schach mega populär verkauft halt, ne? Aber auf die super nette und lustige Art und Weise halt, ne? Wie er halt so ist. Ja, ist ein gut, ne, der ist natürlich, ihm hilft der Großmeistertitel da natürlich, ne, fürs Renommee, ne? Aber ist hauptsächlich natürlich ein super Entertainer, ne? Der das dann einfach gut macht. Für, ne, die Kinder und, muss er kein GM sein oder so, ne? Ne, genau, ne? Also mein, irgendwie hilfreich, wenn man weiß, ne, der weiß, wovon er redet, ne? Aber, aber trotzdem ist sicherlich eine schöne Sache. Ne? Und da sollte man, was immer oft unterschätzt wird, da denkt man sich, ja, der macht da so ein bisschen Speskes, ne? Aber das ist schweineviel Arbeit. Ja, ne? Also ganz viele Dinge, die an der Oberfläche easy aussehen, sind verdammt viel Arbeit. Ja, ja, versuch mal eine Woche zu organisieren mit 20 Klassen. Alle Partikularinteressen da unterzubringen. Und die Helfer, die du engagieren musst, und du kannst ja selbst machen, ne? Also, es ist viel Arbeit. Ist schon, es ist verdammt viel. Die ganze Schlepperei allein schon. Allein darauf hätte ich persönlich zum Beispiel keinen Bock, das alles irgendwo durch die Gegend zu karren. Es sind halt unheimlich viele Abhängigkeiten, ne? Du musst organisieren und so weiter, ne? Das ist jetzt auch keine typische Schachspielereigenschaft, ne? Also, dass er das so gut hinkriegt, das ist schon gut, ja. Kommen wir zum letzten Punkt. Und da sind wir jetzt bei der digitalen Revolution, also in den letzten Jahren eigentlich, ne? Und diese ganz neuen die Verdienstmöglichkeiten, die sich aufgetan haben, die es früher nicht gab. Das ist natürlich das Internet, YouTube, Twitch, Streaming. Und wenn wir ehrlich sind, da ist jetzt richtig viel Kohle im Umlauf, ne? Richtig viel. Und wir reden jetzt nicht von uns als Digital Content Creator. Wir reden insbesondere vom amerikanischen Markt, wo wahnsinnig viel Geld umgesetzt wird gerade. Ne? Wenn man da die Zahlen sieht, ne, wie viel Videos, Views es da gibt, ne, also man kann nie genau, es gibt keine Statistik, wo man sehen kann, was die da verdienen, ne, das gibt es einfach nicht. Man kann nur spekulieren anhand der Kanalgröße, wie viel Aufrufe da passieren, ne. Es ist aber ziemlich klar, dass die ganz großen YouTube-Kanäle, die werden viele unserer Zuseher und Hörer auch kennen, ne? So wie Karo Nakamura, Gotham Chess, Botes Live, die beiden Schwestern, Agathmatova, Chessbase India und so weiter. Diese großen Dinger, ne? Die sind in Bereichen unterwegs, die verdienen im Jahr ganz, ganz dicke siebenstellig. Ne? Also das können sich viele vielleicht gar nicht vorstellen, aber es ist so, ne? Es sind so hohe Werte, weil die einfach so viele Zuseher haben, so viel Werbung dann abgespielt werden kann, ne? Und wobei, das sind Zahlen, die auch wirklich, wenn man das über die Zeit sieht, ne, unglaublich hochgegangen sind. Ne? Also das ist wirklich eine Explosion, ne, von die man da beobachten kann.
Im Moment ist es noch besonders hoch, ne? Also irgendwo sind wir ja gerade wieder in so einer Boomphase irgendwo, ne? Aber es sind schon, auch ohne diese Boomphase, ne, schon enorm viel, was da passiert, ne? Da sind auch viele Einkünfte bei, die gar nicht originär über die Seite kommen. Also wenn man jetzt sagt, ne, der macht YouTube, ne, das ist eine Sache, ne? Aber es gibt ja dann noch Werbeverträge oder es gibt noch so Dinger wie jetzt irgendwelche, ne, wenn jetzt einer auf, weiß nicht, Gotham Chess ein Video guckt, ne, und der hat einen Link drauf zu chess.com, dann kriegt er da auch wieder ein paar Taler, ne? Also das läppert sich dann irgendwie zusammen, ne? Mhm. Sicherlich ein interessanter Bereich, auch für Leute, die jetzt nicht mega, mega stark sind. Da gibt es sicherlich auch Nischen. Allerdings reden wir natürlich hier jetzt auch so von so Zahlen, ne, eine Million, ne? Das ist natürlich dann, ne, das ist so ein bisschen der Survivor-Bias, ne? Es gibt dann welche, die es geschafft haben, die dann so, so viel verdienen, aber viele, die eben dann am Ende mit ein paar hundert Views da stehen, ne? Es ist genau wie beim mit Schachspiel verdienen, es hat eine Spitze des Eisberges, über die wir gerade sprechen, das sind halt nicht die Masse, sondern ein paar. Und im deutschsprachigen Raum ist es halt schon, bin ich derjenige, der der mit YouTube zum Beispiel am meisten verdient hat, ne? Mit Abstand. Und ich weiß ja ungefähr, was ich verdiene und dementsprechend kann ich es natürlich auch so ein bisschen hochrechnen, was die im englischsprachigen Raum verdienen. Das ist natürlich mal deutlich, deutlich mehr. Und wir hatten ja auch schon so ein bisschen eine Zahl im Kopf, was so ein Gotham Chess verdienen könnte, ne? Und bei dem sind wir halt schon weit im siebenstelligen, achtstelligen Bereich fast schon, ne, gelandet, ne, übers Jahr, ne? Ja, ja, das ist schon extrem. Aber extrem. Es sind aber auch natürlich hohe Zahlen. Also auch jetzt, wenn man mal Schach vergisst, ne? Also man löst sich immer von Schach, ne? Und guck mal, was sind denn 200 Millionen Views, wenn der die im Januar hatte, der die, ne? Also 22 Millionen. 206 Millionen im Januar. Der hatte 206 Millionen Views im Januar? Ja. Bist du sicher? Ja, das ist die Statistik. Hast du dann eine Null drauf? Ach du Scheiße. Ja, 200. Wenn die Leute sich wundern, woher wir die Zahlen haben, es gibt eine Seite, die heißt Social Blade, da kann man einfach nachgucken, wie viele Views jeder YouTube-Kanal hat. Also das ist offen. Also 206 Millionen ist verrückt. Das ist verrückt. Also nur mal so in Relation, ne? Der ist damit auch viel höher als zum Beispiel die größten Autokanäle, was gar keinen Sinn macht. Also wo man, also ne, wenn man mal so, ich habe mal geguckt, was haben andere Kanäle, ne, die ich so gucke, ne, also die teilweise sogar mehr Abonnenten haben, ne, da ist der drüber, ne, also der hat dann von den Leuten, also die gucken dann auch noch viel sozusagen, ne, also Wahnsinn. Das ist eine unglaublich hohe Zahl. Du, der liegt da auch weit drüber hinaus, der ist ja mit Abstand die Nummer 1, ich habe gerade die Liste mal vor mir, danach ist Chessbase India, 133 Millionen Views, hier müssen wir noch kurz den CPM-Wert einfügen, es kommt natürlich auch darauf an, wo die Videos geguckt werden, wenn zum Beispiel Chessbase India hauptsächlich in Indien geguckt wird, dann verdient Chessbase India, der Kanal, nicht so, bei Weitem nicht so viel, wie ein Gotham Chess, den hauptsächlich Amerikaner anschauen. Es geht hier darum, in welchem Land wird die Werbung auch geschaltet und geschaut tatsächlich. Genau. Danach kommen Bot is Live, 40 Millionen, Ikaru, 33 Millionen, dann so ein paar unbekannte Kanäle, aber auch so Anna Kramling, 18 Millionen, das ist auch sehr, sehr viel. Und sie ist in Schweden, also sie wird wahrscheinlich auch Amerikaner viel gucken, Deutsche, ne? Also hohe CPMs, ne? Also was ist CPM? Was ist Tausender Kontaktpreis auf Deutsch, ne? Heißt das, ne? Was man halt, pro 1000 Klicks verdient. Und der ist relativ hoch in solchen Ländern, ne? Klar, wenn in Indien ist er halt super niedrig. Ne? Ne, in der Spitze ist das verdammt viel. Wahnsinnig viel. Ich bin echt krass. Also was hatte ich an Views im Januar? Das war 1, irgendwas Millionen, 1,5, ich weiß gar nicht. Also deutlich niedriger, aber immer noch viel. Es ist wahnsinnig viel für einen Schachkanal und ich bin super, super happy, dass es so viel ist. Und ich bin auch super happy, wie viel ich verdiene mit meinem YouTube-Kanal. Aber es ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Was wir noch ansprechen müssen, ist natürlich das Stream auf Twitch. Ja. Ne? Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte übrigens. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, mit Streaming, das ist halt Taschengeld, was ich verdiene. Das ist halt super, super, das ist nicht viel, ne? Das ist halt wenig. Das ist immer die Anzahl der Subscriber, davon die Hälfte ungefähr, kann man ungefähr rechnen für jeden Kanal. Und was habe ich an Subscriber? Weiß ich gar nicht, 300, 400? Das ist mal 5, davon die Hälfte, plus Werbung, plus ein bisschen Spenden. Ne? Aber das ist für mich nicht unbedingt vernachlässigbar, aber ist halt, das wäre kein Monatsverdienst zum Beispiel. Ne? Nicht mal ansatzweise. Das würdest du nur, also die,
also es kommt jetzt auf die Person an, ja. Du hast manche, die dann extrem hohe Stundenzahlen die Woche machen, also wirklich 30, 40 Stunden oder sowas, ne, solche Zahlen. Da passiert natürlich auch eine Menge, weil du dadurch auch immer wieder, ne, neue Zuschauer unlockst, neue, die dann vielleicht so eine Subscription dann machen wollen, ne, für ein paar Dollar den Monat, ne? Also das ist so wirklich, da kommt es auf die Zeit unheimlich an, auch die da investiert wird, ne? Ja, ja, ja. Also wenn Theorie, ne, du würdest jetzt wirklich auch 40 Stunden streamen die Woche, ne, dann wird es natürlich da auch mehr passieren, ist ganz klar, ne? Ich habe das in 2018 habe ich das ja auch mal einmal gemacht, bis zum Twitch-Partner, ne, jeden Tag irgendwie ein paar Stunden gemacht, ne? Und ja, das war jetzt nicht dolle, ne? Aber das ist natürlich auch schon wieder 5 Jahre her, ja? Also irgendwie 100 Subscriber hatte ich dann auch relativ zügig zusammen, ne? Aber ne, jetzt so Nikaru, der ist so bei 8.000 im Moment. Ich habe vor kurzem da mal reingeguckt, ne? Also, das ist Wahnsinn, ja. Ne, so, okay, ne? Aber gut, wenn man sich überlegt, ich hatte mit wenig, relativ wenig, auch immer mal 100, ne? Du hast 300, da kann man auch 1.000 draus machen oder sonst was. Ich, ne, hatte mal 700, Geld, ne? So, als ich viel mehr gestreamt hatte, hatte ich auch mal 700. Aber die Sache ist, als Stream ist halt wirklich. Es ist nicht, ich bin ja eher YouTuber, also wenn ich über mich spreche, ich bin eher YouTuber, ja. Das ist mein Kerngeschäft und dann bleibt dann auch nicht die Zeit, dann so viel zu streamen und bei Hikaru ist es so, der ist eigentlich nur Streamer und der hat dann natürlich ein Team von Leuten, die das Ganze natürlich auf YouTube verarbeitet. Das ist eigentlich so eine sehr gute Produktionskette eigentlich, ne? Der streamt ja stundenlang, jeden Tag halt, ne, in der Woche. Und im deutschen Raum, da muss man ruhig, kann man ruhig nennen, derjenige, der am erfolgreichsten ist beim Streaming, ist ganz klar Kugelbuch. Ne? Das ist natürlich gar kein Schachspieler eigentlich so. Ne? Der ist halt Amateur, hat mit dem Schachspielen in der Pandemie begonnen und der hat halt super viele Fans und macht da sein Programm und er ist eigentlich Vollzeit-Streamer inzwischen. Und er probiert es halt, ne? Das, was ich weiß. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Subscriber er hat, aber das ist schon ordentlich für ihn. Und eigentlich der Einzige wahrscheinlich, der allein durch Streamen so viel verdient, dass er von sich sagen kann, es ist ja seine Entscheidung, sein Leben und er muss ja wissen, ob das für ihn ausreicht, dass er seinen Lebensunterhalt damit bestreitet halt gerade. Ne? Aber ansonsten gibt es keinen, ne, im deutschen Raum, würde ich sagen. Ja. Das ist halt, der englischsprachige Raum ist sehr, sehr dominant in dem Zusammenhang. Also was da echt unterschätzt wird, weil ich häufiger auch schon mal höre, ne, ja, das ist ja Streaming, das ist ja, die arbeiten ja gar nicht, ne, die machen irgendeinen Scheiß, ne, so irgendwas. Das ist totaler Unsinn, ne, also das ist echt harte Arbeit. Also ich habe damals wirklich nur, um diesen Partner, Twitch-Partner zu kriegen, ne, da musstest du, ich weiß gar nicht mehr, wie die Regularien waren, die ändern sich dann immer, aber in so einem relativ kurzen Zeitraum, fast jeden Tag musstest du ein bisschen was machen. Also das war wirklich so eine Geschichte, streame innerhalb von 30 Tagen, ich weiß nicht, 22 Mal, irgendwie, ich sag mal, was ist grob, ne? Yeah. Das ist anstrengend. Das wenn ist du super anstrengend. Dann jeden Tag ein paar Stunden und du hast manchmal einfach Tage, wo du denkst, du willst keinen Menschen sehen, ne? Aus irgendeinem Grund, ja, und dann musst du dich da hinsetzen und Entertainment machen, ne? Das ist nicht so einfach. Das, ne, ist mental und anstrengend und es ist auch körperlich anstrengend, weil du sitzt die ganze Zeit hier auch. Ja, ja, du, genau. Du verfällst ja in so einem Sitzberuf, wo du stundenlang da sitzt. Und das ist ja super ungesund eigentlich für den Körper, so lange zu sitzen. Weil, ne, normalerweise musst du ja zwischendurch aufstehen, dich bewegen, etc. Ne? Ja. Und das ist extrem anstrengend auf Dauer. Und mit Sicherheit auch nicht der gesündeste Job. Und ich glaube, Stream auf Dauer ist echt hart. So, ne? Die ganze Zeit. Da die Leute zu bespaßen, den Chat zu bespaßen, mit sich selbst im Reinen zu sein, wenn man Schach spielt. So, ne? Und ich bin ja jemand, der sich dann noch total aufregt, ständig, wenn er verliert und sehr offen damit umgeht halt auch. Ne? Das ist auch so eine Sache zum Beispiel. Ne? Die meisten scheint ja, das ist wenig. Hikaru ist auch so einer. Der regt sich natürlich auch mal so schön auf. Der verliert aber zu selten. Ne? Das ist ja, der verliert da nicht so oft. Der verliert nicht so oft wie ich. Ja, ja, gut. Ne? Aber gut, was bei vielen Sachen, egal ob das jetzt YouTube ist oder Streaming, ne, die Eintrittshürde, es auszuprobieren, ist natürlich ziemlich niedrig. Ne? Also wenn mir Leute sagen, soll ich das mal probieren, sag ich mal, probier doch mal. Ne? Mach doch mal, guck mal, ob du damit zurechtkommst, ob das was für dich ist. Da sind ja viele Dinge, die beim Schach, wo man ein bisschen Geld mit verdienen kann, die man auch nebenbei mal machen kann. Ne? Also das, ne, du musst ja nicht mega stark sein. Also wenn du jetzt guckst in diese Liste der Top-Streamer, ne, also die sind ja zum Teil nicht die mega stärksten Spieler. Ne? Überhaupt jetzt, nicht. Ne, also das ist außer halt, Hikaru? Ja, ja. Okay, ja, du hast also natürlich inzwischen im Englischsprachigen Raum so Leute wie Bortnik, Naroditsky, ne, das sind gute Leute, Xiong oder so jetzt auch dabei. Das sind gute Spieler, klar, aber das, die Masse, ne? Die Masse, das ist so halt normale Schachspieler, auch ganz schwache Schachspieler. Im deutschen Sprachigen Raum hast du inzwischen extrem viele Streamer, die im Bereich 1000 bis 2000 sind. Ne? Auch ein paar Mädels, das finde ich super übrigens. Ne? Immer schön weitermachen. Wir brauchen auch echt mehr Mädels, mehr Frauen
in dem Bereich, die was machen halt, ne? Auch als Vorbilder, ne? Für andere Mädels. Ganz, ganz wichtig. Anstatt nur alte Männer mit Glatzen. Deswegen, ganz wichtig, ne? Junge Frauen, die müssen auch nicht stark sein, das ist völlig egal. Die sollen einfach den Spaß vermitteln halt, ne? Das ist ja ganz wichtig dabei. Ja, man muss immer sehen, ne, was die Zielgruppe, ne? Die Zielgruppe sind ja nicht Titelträger, ne? Sondern die Masse an Leuten, ganz viele, die neu beim Schach sind, ne? Also denen man selbst, wenn das nicht super anspruchsvoll ist, was man erklären kann, den kann man trotzdem noch was beibringen, ne? Und Entertainment läuft sowieso noch auf einer anderen Ebene ab, ne? Ist das jetzt angenehm, fühlt man sich da zu Hause sozusagen, ne? Du willst ja, ne, verbringst ja Zeit mit der Person ein Stück weit, ne? Wenn du dazu guckst, ne? Also da sind viele Möglichkeiten. Ich sage mal, probiert's aus, ob der damit zurechtkommt oder nicht, ne? Und am Ende, es ist schwierig, wirklich, wenn man das erfolgreich machen will, das immer wieder jeden Tag und so weiter. Also das ist schon echt anstrengend. Also muss ich sagen. Ich habe dann wieder 2018 zum Beispiel dann einen Schnitt gemacht und ganz aufgehört. Ne? Also ich mache das auch nicht sporadisch mal, sondern ich lasse das weg. Ne? Also mache jetzt nur noch. Gut, du bist ja auch erfolgreich als Autor, ne? Deswegen. Ich habe dann damals gesagt, okay, ich mache das jetzt und versuche das gut zu machen und ist gut. Ne? Du konzentrierst dich ja im Prinzip auch im Wesentlichen aufs YouTube, ne? Und machst YouTube. Dinge sonst noch nebenbei. Ne? Also wenn man dann sein Ding gefunden hat, dann ist es sinnvoll, das dann zu optimieren, sozusagen. Und das Ding ist, ich habe einfach wahnsinnig viele Ideen auch für YouTube. Themen gehen mir nie aus und bin da sehr kreativ. Ich bin ja auch akademisch gebildet und natürlich auch journalistisch ausgerichtet. Ich weiß, wie man recherchiert und ich finde Themen und es ist ein unendliches Feld, so Schach. Ne? Man kann da so viel machen, man kann so viele Videos produzieren in dem Bereich, die auch noch in Jahren geschaut werden. Das ist ja auch der große Vorteil von Schach, ist zeitlos. Ich mache ein Video über eine Eröffnung, die ist erstmal die 10, 20, nächsten 10 Jahre kann dir jeder anschauen halt. Ne? Ist ja nicht für Profis, das ist ja für die Masse. Ne? Ich mache ja keine Profi-Analysen. Halt, ne? Und das ist der Riesenvorteil gegenüber tagesaktuellen Videos halt, ne? Die nur am gleichen Tag geschaut werden, danach keinen interessieren. Halt, ne? Ja, ja, klar, das ist natürlich auch so dieser Content wie Twitch ist ja live, ne? Klar, ne? Das ist ja nichts, was dauerhaften Wert hat. Ne? Manche sind dann halt so professionell, dass sie das dann noch weiter durchverwerten, ne? Wie du schon sagst, auf YouTube oder so ein Ding, wo ich jetzt persönlich keinen Plan habe, ne? TikTok und ähnliche Plattformen, das ist ja nicht so mein Ding, ne? Oder YouTube Shorts ist ja auch so ein Thema, ne? Wo man was machen kann. YouTube Shorts ist sehr interessant. TikTok ist eher irrelevant aktuell. Da kann man nicht so viel verdienen mit. Reichweite generieren vermutlich. Es geht um Reichweite dann mehr, so wie ich das verstanden habe. Ja, genau. Ja, aber grundsätzlich kann ich immer nur sagen, bei dem Thema, ne, kann man mit Schach Geld verdienen? Ich würde mal sagen, ja, ne, aber stell dich darauf ein, dass du mehr arbeitest, als wenn du einfach, ich will jetzt auch wieder keinen herabwürdigen, aber wenn du einfach ins Büro gehst. Also, kommt aufs Büro an, ne? Aber mein, Das ist eine andere Diskussion, finde ich. Ja, ja, nee, aber also ich arbeite mehr als früher. Also kann ich klar sagen, ne? Also ich war ja. Ja, also ich, ja, schon. Also anders, ne? Und unterm Strich, also die Spitzen sind anstrengender als früher, muss ich sagen. Also okay. Ich habe in der Bank gearbeitet, ja, 20 Jahre ungefähr, nee, 17 Jahre. In Projektarbeit und so weiter ist es vielleicht vergleichbar gewesen, ne? Also, aber diese so normale Tage, ne? Also unterm Strich, ich arbeite mehr. Ist so. Arbeite mehr. Also weniger gestresst mit Arbeit, die irgendwie so, ne, blöd ist, ne? Aber mehr, weil du halt selbstständig arbeiten musst, ne? Und du musst auch selber Ideen haben und sagen, ich mach dies jetzt, ich mach das jetzt, ne? Also das ist jetzt, es ist halt ein anderes Arbeiten, ne? Und ich glaube, daran scheitern auch manche. Die denken, sie könnten da irgendwie im Schach was machen, aber die sind nicht organisiert genug oder kriegen irgendwelche Sachen nicht hin, die einfach viel Arbeit erfordern, die nichts mit Schach zu tun hat. Ne? Sowas wie Steuern, ne? Ich sage nur mal, ne, ganz viele Dinge drumherum, ne? Organisation und ähnliches, wo sie dann irgendwie am Ende dran scheitern. Ne? Also, oder einfach nicht den Arbeitswillen haben. Also, ja, das höre ich unheimlich oft. Also ich habe ja viel Kontakt so mit Verlagen oder Chessable oder so. Es ist teilweise schwierig für Leute zum Beispiel dann ihre Deadlines zu halten. Ja, so, das ist so geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Okay, nein, sag. Ja. Ja, ne, aber es ist ein wichtiger Punkt, ne? Wenn du, ja, ich weiß. Wenn du dann das nie hinkriegst und für alles dreimal so lange brauchst, weil du irgendwie lieber im Bett liegen bleibst, das ist schwierig, ne? Also. Okay, wir sind vielleicht so ein bisschen abgedriftet hier vom Hauptthema, aber
mein Schlusswort in dem Zusammenhang ist, nochmal in eine andere Richtung. Also ich fühle mich zum Beispiel sehr privilegiert mit dem, was ich mache, weil, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich bin mein eigener Chef und das ist mir halt unglaublich wichtig. Ich bin in einem ganz geringen Abhängigkeitsverhältnis nur mit meinem Partner halt, aber das ist halt eine absolute Freundschaft halt auch und das ist zu 100% alles wasserdicht, sondern kaum Konfliktpotenzial, also kein richtiges Abhängigkeitsverhältnis. Und mir ist halt mega, mega wichtig, diese Autarkie, wie nennt man das? Wenn man autark ist halt. Ich bin unabhängig halt komplett halt. Ne? Ich kann meine eigene Entscheidung treffen. Ich bin mein eigener Boss und das ist, ich bin halt super privilegiert halt in dem Zusammenhang. Und weil du sagtest, besser doch vielleicht ein 9-to-5-Job, ne? Für mich definitiv nein. Nee, besser nicht. Besser in bestimmten Zusammenhängen, ne? Ja, ne, manche kommen, die Selbstständigkeit empfinde ich auch als Privileg, dass man alles selbst machen kann, aber manche können das nicht. Das ist mir klar. Die Selbstständigkeit, das, was ich mache, finde ich privilegiert. Den Status, den ich als The Big Greek habe, das finde ich privilegiert. Ich sag dir einfach mal, wie mein Tagesablauf so ein bisschen aussieht. Ich gehe zum Sport morgens, ich frühstücke dann wunderschön, dann mache ich mit dir einen Podcast. Jetzt gehe ich gleich noch, okay, das ist natürlich eine Ausnahme, ein bisschen Physio, das ist eine Ausnahme. Dann drehe ich irgendwann mein Video, ne? Dann habe ich natürlich ein paar Termine, ich muss Mails beantworten, ne? Mich um die Community kümmern, ein bisschen Planung machen, Organisation für die nächsten Tage, solche Geschichten halt. Ne? Und, aber ich gucke mir dann, was läuft in der Schachwelt jeden Tag, ne? Ist klar. Und das ist halt mega privilegiert sein. Ich entscheide ganz alleine über das, was ich mache. Und es ganz wichtig ist, wenn man diesen Status irgendwann erreicht hat, ich entscheide darüber, mit wem ich zusammenarbeite, wann ich zusammenarbeite mit dem. Und wenn mir da irgendwas nicht passt, dann lasse ich es. Dann lasse ich es. Und es ist mir völlig egal, was mir angeboten wird. Und wenn ich merke, dass jemand nicht in der Lage ist, organisiert zu sein zum Beispiel, das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich verschwende nicht meine Zeit mit dieser Person. Entweder diese Person versteht, kurz und knapp, worum es geht und kann darauf eine klare Antwort geben und wir kommen schnell zusammen oder ich lasse es sein. Halt, ne? Und das ist halt so ein geiler Status, finde ich. Aber das ist natürlich eine persönliche Note jetzt von mir noch zum Abschluss und hat jetzt weniger was damit zu tun, wie man mit Schach Geld verdient, sondern weil wir noch ein bisschen was über uns geredet haben. Ja, es kommt halt wirklich auch nicht so drauf an, was da am Ende für eine Zahl auf dem Zettel steht. Nee, ne? Das genau, das ist es. Das es geht nicht um Punkt, das Geld, ne? In dem Zusammenhang. Es geht nicht ums Geld. Weil viel Geld macht dich letztendlich nicht glücklicher als genug Geld. Na, da gibt es genug Forschung. Ne? Es gibt halt eine bestimmte Grenze, ab der, wenn man drüber ist, ist es eigentlich im Prinzip egal so. Ne? Ist okay. Na, aber natürlich braucht man eine gewisse Grenze, wenn man die überschreitet, um seine Grundbedürfnisse zu decken, damit man halt keine Sorgen hat, das ist klar. Aber, und das ist halt auch mal so eine Diskussion auch immer wieder, wenn es um Geld geht, auch gerade in Deutschland so, lern doch lieber was Vernünftiges, anstatt Schachprofi zu werden. Ne? Aber das ist total bescheuert. Kompletter Bullshit. So, ne? Also erstmal, was ist denn was Vernünftiges? So, ne? Was heißt das? So, vernünftig muss doch jeder für sich selbst entscheiden mit seinem Leben, was er macht halt. Ne? Auch gerade bei Schachprofis. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es so junge Leute gibt. Wir können sie auch beim Namen nehmen. Alexander Donchenko, Rasmus Warne, Frederik Swane. Ich habe den ja auch gestern getroffen, Frederik. Ich habe ihn gefragt, bist du jetzt Profi? Und so, ja, ich mache jetzt Profi. Finde ich super. Wenn er für sich entscheidet, dass er Profi sein will, dann soll er das verdammt nochmal machen. Und sich bloß nicht von anderen Leuten reinreden, dass er da vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Das ist seine Entscheidung, das ist sein Leben. Ja? Und das kann ich nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass jeder Mensch, solange er sich im legalen Bereich befindet, halt, ne? Wir reden hier nicht von Waffenverkaufen oder sich zu prostituieren. Er macht Schach. Ja? Das ist so seine Entscheidung, was er macht. Wenn du vor allem die Motivation hast, das zu machen, ne? Dann haust du die Zeit auch rein, ne? Die du dann reinhauen musst. Ne? Hoffentlich. Also, hoffentlich. Ja, dann kann das auch klappen. Ne? Es wird auch oft wirklich, also die Möglichkeiten, wenn man es wirklich gut macht und mit entsprechendem Engagement, werden oft dann auch unterschätzt. Ne? Ja, also, total. Die werden unterschätzt. Ne? Also die Diskussion, da gab es ja manchmal so Diskussionen, soll Vincent Keimer Schachprofi werden? Ach, völlig absurd. Worüber redet ihr da eigentlich? Total lächerlich. Total lächerlich. Na, natürlich muss der das machen. Also völlig, völlig absurd. Also, der Junge ist so gut. Völlig klar. Also, alles andere wäre eine Verschwendung. Ja, ja klar. Wenn ich ehrlich bin, ich fand sogar eine Verschwendung, dass er in die Schule gegangen ist. Bin ich ganz ehrlich. Fand ich eine Zeitverschwendung, komplett. In Deutschland wird anders gedacht, das ist mir klar. Ne? In Deutschland wird anders gedacht. Ja? Es ist auch okay, dass er es gemacht hat. Es ist ja auch nicht meine Entscheidung, es ist ja seine Entscheidung und das der Familie, ne? Letztendlich. Aber ich persönlich finde es, wenn man so gut ist, das ist ein Jahrhunderttalent für mich, dann ist es eine reine Verschwendung, in die Schule zu gehen.
Aber das ist also meine persönliche Meinung. Mhm. Ne? Ist auch, ich kenne mich gar nicht aus. Ich glaube, bis 16 musst du, ne, in Deutschland, oder? Danach könntest du runtergehen. Bis 16, ja, ich weiß gar nicht genau. Genau, das ist noch ein bisschen anders. Gut. Ist da nicht wie in Indien, wo die alle nie zur Schule gehen. Ab 12 schon durch die Weltgeschichte rumtingeln, ne? Ja gut, die können ja, die haben ja so an, je nachdem, ne, je nach Land gibt es ja eine Homeschooling und ähnliches. Ja, die legen ihre Prüfungen ab irgendwann, ja. Da kannst du das irgendwie dann machen, ne? Also viele, ja genau, die machen dann nur irgendwelche Prüfungen, ne? Ja, ob diese 2 Jahre ihm dann jetzt geschadet haben, dass er das noch fertig gemacht hat, schwer zu sagen. Ja, geschadet haben sie mit Sicherheit nichts, aber. Also, ja gut, das geht halt Zeit verloren ein bisschen. Genau. Für das, wofür er halt wirklich, ne, was seine, in Anführungszeichen, Bestimmung ist, ne, sozusagen, ne, das, weil das ist sein Ding, er muss das machen, ne, also wenn er will. No-Brainer, was soll das? Worüber diskutieren wir ja eigentlich so, ne? Ich meine, wir können das ja ganz gut einschätzen, weil wir starke Schachspieler sind und natürlich wissen, wie gut er ist eigentlich, ne, und wenn wir in Spielen sehen, wie wahnsinnig gut er spielt, ne, trotz dieser 2 Jahre, wo er noch zur Schule gegangen ist und dass er das alles hinbekommen hat und trotzdem so gut geworden ist halt, ne, und dass es wirklich Leute gibt, die glauben, als am Beruf noch irgendeine Diskussion bestehen würde, so, was er macht. Finde ich auch verrückt. Ich glaube, das ist auch eine komische, manchmal wirklich in Deutschland eine komische Einschätzung, so, was, wie gesagt, ne, dieses, was ist ja wie normaler Verdienst oder sonst irgendwas. Ja, normaler, ne? Beruf, so, ne? Hä? Es gibt keinen normalen Beruf, so. Ja, klar. Und es ist ja auch nicht so, dass wenn du jetzt, also ich hab in der Geschäftsbank gearbeitet, lange Jahre und in einem Bereich, wo ich alle Gehälter gesehen habe. Alle, ne? Also im Controlling, ne? Und ich meine, das ist jetzt nicht doll, ne? Wenn du da so Teamleiter warst mit ein paar Nasen, ne? Dann warst du mal knapp über 100.000 Euro. Ich meine, das ist viel Geld, ne? Viel aber Geld, das da kommt, aber da kommt so jemand wie Keimer doch mit der Mütze drauf. Ja, aber ist doch wahr. Nee, aber letztes Jahr nicht, der war nicht in dem 100.000er-Club. Nee, aber, klar. Aber ist doch so. Auch also, wenn nicht. Wenn es ihm Spaß macht, klar. Es ist doch völlig egal, wie viel er verdient. Es ist doch seine Entscheidung, es ist sein Leben. Darum geht es mir halt. Dass man nicht irgendwie seine eigene Vorstellung auf andere Menschen halt überträgt halt. Diese Freiheit, also ich verstehe das nicht, dass man seine eigene Vorstellung so häufig auf andere Menschen überträgt. So eine eigene Vorstellung, echt. Ja, gut, aber der Horizont ist nicht sehr weit. Ja, sehr begrenzt halt, ne? Sehr begrenzt leider. Naja, und ja gut, ne? Aber gut, wir kennen natürlich jetzt auch, wir haben ja heute über ein paar Möglichkeiten gesprochen, ne? Wie man da Verdienst generieren kann, ne? Und viele von außen, die keinen Plan haben vom, was passiert in der Schachszene, klar, ne? Deren Einblick ist natürlich dann da auch nicht so wie unserer, ne? Klar, aber selbst in der Schachszene gab es ja teilweise Diskussionen, ne? Wer soll denn da Profi werden und so, ne? Finde ich auch, ich meine, es gibt manche Dinge, wenn ich die höre, denke ich mir, okay, ne? Also das kann ich mir nur schwer vorstellen, ne? Also als spielender Profi zu agieren, ne? Das hört man ja manchmal auch von Leuten, die haben, weiß ich nicht, ein Rating von 2,3, 2,4 und denkst dir, okay. Da musst du schon, ja, weiß ich nicht, ist schwer, ne? Schwer vorstellbar, ne? Aber hört man ja manchmal. Geht ja nicht. Ja, Coaching mal, geht nicht, ja. Coaching, Streaming, was auch immer, ne? Musst du was anderes machen. Aber ja, ne? Aber manche Diskussionen sind da sicherlich seltsam. Ne? Aber jetzt haben wir eine ganz andere philosophische Diskussion gestartet. Aber passt sehr gut. Passte sehr gut, finde ich, dazu. Passte sehr gut zum Thema. Und ich finde, das war auch ein sehr, sehr, heute ein bisschen längerer Podcast. Aber ich glaube, das Thema ist auch wirklich unerschöpflich so ein bisschen. Da können wir ja immer noch deutlich länger reden, können wir so ein bisschen emotional, also ich bin emotional geworden, du bist ja ruhiger, zum Schluss geworden. Aber es passte sehr gut, Christoph. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Ich denke, wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen, ne? Und dann mit einem anderen Thema. Ja, weil wo sind wir? WR Masters, ne? Wahrscheinlich läuft da, ne? Können wir mal gucken, wie es da läuft, ne? So mal schauen, ob wir da. Schauen wir mal. Macht's gut, ne? Bis dann. Macht's gut, Christoph. Ciao, ciao.